Die Punkies, Folge 23. Virtual World Tour. Atemmaske, Kontaktverbot, Mindestabstand. Als eine Pandemie das Hamburger Kulturleben lahmlegt, müssen die Punkies neue Wege finden, ihre Songs live zu präsentieren. Ihr alter Kumpel Dirty G macht sie mit dem genialen Computer-Nerd Mandeep bekannt. Der hat ein cooles Music-Game entwickelt, in dem man weltweit an den abgefahrensten Locations auftreten kann. Der Spaß für Ben, Eileen, Leonie, Nikolas und Lukas ist grenzenlos, bis plötzlich ein Punky verschwindet. Die übrigen vier machen sich auf zu einer rasanten Jagd quer durch das Labyrinth des Internets, um ihren Bandkollegen nicht in den virtuellen Welten zu verlieren. Krasse Zeiten, echt. Hey, Eileen! Hallo, Leute. In unserer Homebase kannst du deine Atemmaske ruhig abnehmen. Dann verstehen wir dich auch. Ach ja, sorry. Man hat sich schon so an das Ding gewöhnt. Stimmt, man findet es schon normal, wie in einem Science-Fiction-Film rumzulaufen. Aber ständig die beschlagenen Brillengläser. Oh, ich kann euch sagen, das nervt. Ach, wenn es nur das wäre. Seit das Kulturleben von dieser blöden Pandemie lahmgelegt wurde... Deren Namen du jetzt bitte nicht sagst. Weil ihn niemand mehr hören kann. Heißt es nur noch, Achtung, Kontaktsperre. Und das ist einfach das Bekloppteste, was einer Rockband überhaupt passieren kann. Ist ja schon ein Fortschritt, dass wir uns jetzt überhaupt wieder zu fünft hier treffen dürfen. Du meinst zu sechst? Hä? Na, unser Kumpel, der Zollstock, ist doch jetzt auch mit in der Band. Ach so, du meinst wegen der berühmten 1,50 Meter? Übrigens, in Amerika muss man nicht 1,50 Meter Abstand halten, sondern ein Springstick. Hä? Echt wahr? Dort wird ja alles in Inches, Feet und Miles gemessen. Und als Abstandsregel dort gelten 6 Feet, also 6 Fuß, was so ungefähr 1,80 Meter sind. Und Bruce Springsteen ist genau 1,80 Meter. Also lautet die Regel, ein Springsteen Abstand halten. Manche Amerikaner haben ja zum Glück noch Humor, andere nicht. Oh, ist das jetzt wieder eine von deinen wundersamen Geschichten? Nein, das ist echt wahr. Bruce Springsteen ist in den USA echt ein Nationalheld. Das ist ja echt cool. Also, ab jetzt auch bei uns immer ein Springsteen Abstand halten. Oh Mann, hätte man das letztes Jahr wem erzählt, es hätte einem kein Schwein geglaubt. Das war ein gutes Stichwort. Oh, Sibi! Du hast auch noch nichts von Mindestabstand gehört, was? Ach, lass sie doch. Bei Minipix ist halt immer Party. Oh, Mann, ich sehne mich danach, endlich mal wieder live aufzutreten. Träum weiter, Alter. Das wird noch dauern, bis das wieder geht. Gut, dass wir den ganzen Frust in unseren neuen Song gepackt haben. Ja, na los, den spielen wir nochmal. Yo! 1, 2, 3, 4. Auf der ganzen Welt drehen die Leute durch und keiner scheint einen kühlen Kopf zu bewahren. Doch ich versuche immer cool zu bleiben, atme weiter ruhig, setz meine Maske auf und start in den Tag. Zu viele Fragezeichen überall, wie kann das sein? Kein Mensch hat eine Lösung, doch alle sind am Schreien. Tja, Leute, auch an uns Punkies gingen die Zeichen der Zeit nicht spurlos vorbei. Seit Wochen spielten wir, wenn überhaupt, nur Stay-at-Home-Streaming-Gigs. Auch mal eine interessante Erfahrung, aber mal ehrlich, den direkten Kontakt mit unseren Fans konnte das auf Dauer nicht ersetzen. Wir mussten alle mal raus. Also setzten wir uns kurzerhand in Nikolas Bulli und fuhren los, um einen alten Freund zu besuchen. Auch ihm hatte der allgemeine Ausnahmezustand ganz schön das Geschäft vermasselt. Doch die Not hatte ihn erfinderisch gemacht. Och nö, man darf immer noch nicht wieder ins Crazy Ice Café. Ja, scheinbar nicht. Aber stattdessen reicht Gino die Eiswaffeln mit einer langen Stange durch die Durchreiche raus auf die Straße. So, einmal ein Pistacchio Stracciatella. Prego. Voll erfinderisch, der Gute. Ha,
Und das zieht. Guckt euch bloß den Andrang an. Schön für Gino, schlecht für uns. Jetzt dürfen wir uns in diese endlose Schlange einreihen. Na los, Masken auf. Eine Schlange wird nicht länger, weil sie länger ist. Hä? Nikolas hat recht. So lang ist die gar nicht. Das täuscht, weil zwischen den einzelnen Leuten so viel Abstand ist. Ein Mensch, ein Springsteen-Abstand. Ein Mensch, ein Springsteen-Abstand. Hey, seid ihr schon so kurzsichtig, dass ihr aus 1,50 Meter einen alten Bekannten nicht mehr erkennt, oder wie? Hä? Mensch, Dirty, altes Haus. Oh, hab dich echt nicht erkannt. Du siehst irgendwie anders aus, direkt jugendlich. Na danke, der Bart ist ab, daran liegt's. Oh, Mensch, stimmt. Der gute alte Hipster-Gesichtsteppich. Naja, der kratzt immer so hinter der Atemmaske, deshalb. Und, wie läuft's sonst so? Boah, kann nicht klagen. Sag mal, wo wir hier jetzt schon so stehen, ich könnte da vielleicht einen Gig für euch klar machen. So einen echten, guten, alten, schweißtriefenden Rockerauftritt? Nee, also das geht ja nur im Moment nicht. Ist eher so eine virtuelle Nummer. Noch so ein zusammengeschaltetes Social-Media-Kasper-Theater? Nee, danke. Das macht doch seit Wochen jeder Horst. Nein, das hier ist was ganz anderes. Ich sag nur, Virtual Reality. Oder kurz VR. Hä? Also, es ist so. Ich habe Connections zum echt abgefahrenen Typen. Mandy. Er kommt aus Indien und ist der krasseste Computer-Nerd, den ich kenne. Der zockt den ganzen Tag Games oder was? Nix da, der entwickelt sie. Voll der Innovator. Jetzt übertreib mal nicht. Glaub mir, der Typ wird VR zum nächsten Level führen. Er sitzt zurzeit an einem Game, bei dem die Spieler, in diesem Fall die Musiker, ihre Gags an den coolsten Locations der Erde abliefern können. Das klingt jetzt aber echt ganz interessant. Voilà, das alte Schlosstheater. Sieht eher aus wie ein Geisterschloss. Boah, alles ist mit Efeu überwuchert. Das Haus wurde unter Denkmalschutz gestellt und soll bald renoviert werden. Aber noch ist es der ideale Ort für unser kleines Experiment. Alles klar. Also, nur herein mit euch. Ich stelle euch den Zeremonienmeister vor. Zeremonienmeister? Wie das schon klingt. Hey, Nick. Schiebst du immer noch Panik oder was? Ich habe bei der ganzen Sache ein ungutes Bauchgefühl. Immer rein mit euch. Wir betraten das Foyer des alten Theaters. Schickes Parkett, Garderoben, Kassentresen, alles war da, nur eben total verstaubt und verlassen. Durch eine große Flügeltür betraten wir den eigentlichen Theatersaal. Er war echt prachtvoll, mit hoher Kuppeldecke, verzierten Logen und Reihen über Reihen alter, zerschlissener, mit rotem Samt bezogener Theatersessel. Leute, sieht aus, als wäre hier schon ewig keine Menschenseele mehr gewesen. Doch, da vorne auf der Bühne, da sitzt er. Ein Typ mit einem wirren Haarschopf. Sieht aus wie ein Guru. Ein Computerguru. Trägt ein Seidengewand mit Perlenstickereimuster. Das ist kein Muster. Das sind Formeln und Zahlen. Oh, echt crazy. Aha. Hey, Mandeep, my man. Wen bringst du da? 5 hochgradig begabte und durch den wochenlangen Lockdown ebenso hochgradig frustrierte junge Musiker, die sich für unser Experiment zur Verfügung stellen. Die Punkies. Okay. Moment, Moment. Wir haben uns noch nicht endgültig entschieden, dass wir bei diesem Wahnsinn dabei sein wollen. Hey, wohl haben wir das. Aber... Ja, genau. Schließlich wollen wir endlich mal wieder Action und nicht nur mit Gesichtsmasken nach Klopapier anstehen. Was ist denn los mit dir, Mann? Wieso bist denn du plötzlich so zurückhaltend? Ist ja bloß, weil... Mandy, das sind Eileen, Ben, Leonie, Lukas und Nikolas. Oder kurz ABLLN. Ach, Quatsch. Das war doch eine ganz andere Folge. Erklär unseren jungen Gästen doch mal eben die Technik hier. Unnötig. Hä? Würdet ihr ihn nicht verstehen? Das lasst mal mein Problem sein. Okay. Also, überall im Saal sind Kameras und Sensoren. Ihr geht auf die Bühne, tragt VR-Brillen, spielt eure Musik und habt Spaß dabei. Okay. Der sagt echt nur das Nötigste, was?
Eine Plaudertasche ist er nicht gerade. Aha, und die...